So, Hallihallöchen, Hänse Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Röki. Der Vater muss doch gemerkt haben, dass die Tochter in den Brunnen gefallen ist. Nein, hat er nicht. Aber wir haben einen Schlüssel und ich habe die Theorie, hier ist eine Tür und der ganze Kellerabschnitt geht ja sowieso nach rechts. Ja, der wird sich auch fragen, so, ein Schlüssel und Kralle? Was hält ihn? Wer auch immer du bist, soll das ein Geh mir zur Handwitz sein? Ach so, vielleicht hilft mir ein Kind. Tove? Ja, Mann, Tove ist jetzt ein Geistermädchen geworden. Ich frage mich, ob der Schlüssel passt. Volltreffer, mal sehen, was drin ist. Kommen wir hier jetzt in den Keller? Wenn ja, dann hat sich die Frage... Ja, okay, super. Ah, hierher führt sie also. Dann müsste Tove doch jetzt... Wo habe ich sie stehen lassen? Da. Ich muss viel interagieren. So, was? Hört, die Tür ist offen? Hallo? Hilft mir da jemand? Ich dachte, die anderen Wächter könnten mir nicht helfen. Also, wer bist du dann? Schon wieder dieses Gefühl. Hilft mir irgendwas? Kannst du mich hören? Danke für deine Hilfe. Ich glaube, das warst du, richtig? Gut. Wir können auch hier dieses Banner untersuchen. Er sagt genau das Gleiche. Aber wir können jetzt auch die Gitterstäbe auseinanderbrechen. Ich will nur schauen, ob es hier noch was gibt. Also auf jeden Fall so ein Sammelgegenstand. Oh, ein hübsches kleines Medaillon. Ab in die Sammlung. Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme das Gefühl, dass diese Zelle anders ist. Da gibt es keinen hindurch. Und aufsperren können wir es nicht, weil wir wollen der armen Tür ja nicht wehtun. Also, brechen wir mal alles auf. Die Stangen geben vielleicht nach. Weiter kann ich sie nicht verbiegen. Warte, dann wechseln wir mal wieder. Ganz viele Interaktionen. Ich hoffe echt, dass ich keine vergesse, weil das wäre natürlich ungünstig. Okay, können wir nicht mit unserem Alten reden? Vielleicht bist du gar nicht Eva, aber wer dann? So viele Auswahlmöglichkeiten gibt es nicht. Hallo? Ich weiß einfach nicht. Sehr komisch. Gut, was haben wir hier? Medizin. Oder das Gegenteil? Messer und Schlüssel können sich als nützlich erweisen. Sollen wir... Können wir? Nein. Doch. Billiger Samenbrei. Okay, war schon mal richtig. Arme Kreatur. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es tut mir leid. So. Gut, dann darf Tove jetzt einmal zuschauen, wie diese Gitterstäbe vor ihren Augen komplett verbogen werden. So. Ja, weiter geht nicht. Aber er kommt nicht durch. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Aber danke für deine Hilfe. Ja. Gut, ja, nee, ich will schon hier... Wofür würden sie alle eingesperrt? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es tut mir leid. Alter, das ist ja voll das Gerippe. Und noch für die Sammlung, ne? Gefrorener Rattenschwanz. Ja, okay. Einfach fürs Tagebuch, aber das Wichtige ist jetzt der Hammer. Das ist halt wirklich der Hammer. Ja, man weiß ja nie. Kein Zweifel, wofür das benutzt wurde. Je weiter wir in diesen Ort vordringen, desto schlimmer wird er. Es muss euch einfach gut gehen, Kinder. Der ist zu klein und kann man auch nicht aus sehr auseinanderbiegen. Und die Tür geht auch nicht mit dem Schlüssel auf. Okay, ich glaube, im Knast haben wir soweit auf der linken Seite alles erledigt. Dann kommen wir ja wieder raus. Und haben zumindest jetzt... neue Items und Erkenntnisse. Aha. Ja, das ist schon automatisch kombiniert. Das ist praktisch. Denn, was sagt denn Tove dazu? Hammer und Kletterhaken. Ja, genau. Das sind so... Eis wegpicken. Quasi.
Ja gut, wir können mal probieren, diese ganzen Eissachen aufzupicken. Beispielsweise hier. Wird nicht funktionieren, aber vielleicht beim Dad. So, bitte nicht auf den Taubgeist verwenden. Ich schlag ein paar Mal drauf. Ja. Okay, sieht stabil aus. Dann kann sie jetzt klettern. Oder, warte. Ich will kommunizieren. Also, sie klettert erstmal ganz hoch. Na gut, dann betätigen wir den Hebel und kommunizieren dann. Wird schon schief gehen. Wupp. Hallo, bist du da? Tack, du hast mir wirklich geholfen. Okay, die Interaktionen sind automatisch, vor allem wenn die beiden zusammenstehen, wer auch immer du bist. Ich interagiere trotzdem mal immer so ein bisschen selber von mir aus. Weil ich bin Achievement Hunter und ich will diese Achievements. Aber er sagt halt auch nichts Neues, ne? Nee. Hä? Ah, das befallene Kind, Zorn der schwarzen Königin. Wir erinnern uns, Mann. Ja, ich gehe besser nicht zu nah ran. Aber ich habe noch... Ach nee, ich habe die Kralle gar nicht mehr. Die war nur für den Wortwitz gedacht. Hoi. Gut. Wie hat sich das Tor von allein geöffnet? Vielleicht spukt es an diesem Ort. Es war denn Tove? Sie müssen hier irgendwo sein. Lars! Wenn du mich hören kannst, ich bin auf dem Weg zu dir. Ach, warum sagt er denn jetzt erst was? Und was ist da drin? Ach so. Nee. Ach, jetzt haben wir nur noch den Hammer und okay. Das sind jetzt so als Kletterbrett. Schade, ich dachte, wir hätten jetzt wirklich so ein Eispickel. Aber dem ist nicht so. Geht's hier nach rechts weiter? Nein. Gut. Hier müssen wir diese Scheiben wahrscheinlich reinsetzen. Der Durchgang ist eingestürzt. Was ist hier passiert? Da oben liegt was noch. Oh, noch eine dieser Kreaturen. Sieht so aus, als würde sie etwas umklammern. Eine Strohpuppe. Na, vielleicht hatten die mal eine menschliche Seite. Sind es die alten Kinder, die entführt wurden? Könnte ich mir vorstellen. Da liegt jetzt trotzdem weiterhin was an dem Platz. Und? Ah, wir können hier auch noch hoch, okay. Aber nicht als Tove. Oder doch? Doch auch, okay. Ich will das erst hier unten anschauen. Durchgang ist eingestürzt. Was ist hier passiert? Hier liegt ein Zettel. Ausrüstung. Achso. Auch wieder Tagebuch. Ach genau, die müssen wir durchlesen wegen auch einem Achievement. Habe ich das leider weggeklickt, wie viele Forschungsnotizen es gibt. Wir müssen 4 Banner finden. Winter. Herbst. Okay. Das hier ist eine Sonnenuhr. Warte mal. Ich bin gerade bei dem Vögelding gewesen. Kann er die Vorratskiste untersuchen? Zugenagelt. Können wir die nicht irgendwie öffnen? Du musst nicht zerstören, aber du kannst auch die andere Seite vom Hammer nutzen, um es rauszuziehen. Okay, also hier ist so eine Sonnenuhr mit einem Wolf. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich mit diesem Vogel quatschen. Aber mit dem Eingesperrten.
Okay, ja, die sind gut verteilt. Also die Toten, die müssen wir nicht bequatschen. Dann Explorer Notes. 8 Stück. Ja, wir haben auch schon so das zweite, was der Guide sagt. Wir kommen jetzt bald zu einem einsamen Baum scheinbar. Ja, da hat's auch was. Gut. Bewegt sich kein bisschen. Das hier könnte ein Weg zum wieder zur Haupthalle sein. Ja. Einfach als Abkürzung, aber jetzt nicht groß als neuer Weg. Oder? Ja, gut. So, können wir... Ha. Oh, ich glaube, dieses Tor führt zurück zum großen Hof. Aber ich bin mir sicher, dass das vorhin geschlossen war. Wer hat es geöffnet? Ich wünschte, ich könnte dich sehen, Papa. Ich könnte jetzt wirklich eine Bärenumarmung gebrauchen. Okay, sagt er noch was? Ich war so unsensibel. Nein. Gut, dann testen wir mal. Ich meine, sie ist ja. Sie ist leichter. Aber sie kommt da nicht hoch. Zack. Komm, wir wippen. Haha, wippen mit dem Kind. Ein bisschen Tochter-Vater-Spiele. Aber scheinbar passiert da nichts. Wieso will sie denn da nicht hochgehen? Also ich meine schon, wir müssen das so lösen. Oder müssen wir noch irgendwas drauflegen? Ich glaube nicht. Ne, sie geht da nicht hoch. Warum denn nicht? Also ich kann mir vorstellen, das ist eh nur so ein Collectible-Zeug. Ha. Na gut. Sonnenuhr. Wir haben eine Scheibe, Sonnenuntergang. Kann man auch wieder rausnehmen. Ja, ich glaube, wir können das Rätsel eh erst lösen, wenn wir die anderen 3 Steine haben. Ist das eine Sonnenuhr? Das ist eine Inschrift. Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Okay, ja, Westen, ja, okay, Westen. Westen unter. Im Morgengrauen stellt sie der Sonne nach und jagt sie bis zur Dämmerung. Also hier jagt sie ja noch. Das heißt, theoretisch wäre der Sonnenuntergang dann hier. Plopp. Passt perfekt. Das hatte ich auch beim anderen Zeug gesagt, ne? Gut. Das eine Collectible lassen wir mal hier liegen. Und schauen, wie es hier oben weitergeht. Nimm den Vater auch noch gleich mit. Ich frage mich auch, was die Kugel da unten soll. Ah, Toph backt sich einmal. Toph ist runtergefallen. Okay. So einmal straight transparent geworden. Hallo, Toph. Nichts. Oh. Halt, es gab ja nochmal so ein Fenster. Vielleicht müssen wir mit beiden tatsächlich kommunizieren. Weil hier ist blockiert. Das will ich gleich ausprobieren, oder beziehungsweise dann im nächsten Part. Durchgang ist eingestürzt. Was ist passiert? Und da hängt eine Frucht. Riss in der Mauer, aber vereist. Ja, wir haben ja den Pickel nicht mehr. Müssen wir den wiederholen? Ich glaube, den können wir vielleicht wiederholen. Wir brauchen ja das Ding nicht mehr da unten.
Und dann würde ich eh sagen, dass wir im nächsten Part weitermachen. Das Ganze noch ein bisschen mehr erkunden. So, gibst du mir das wieder? Ne, vielleicht in meinen jüngeren Jahren. Ich will ja nicht klettern, ich will... Was ist, wenn ich den Hammer verwende? Nee. Ich bin kein Kletterer. Ja, ich will ja auch nicht, dass du kletterst. Ich will, dass du das Ding da rausziehst. Raushebeln? Nee. Okay. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel-Peter. Ciao.